Mein Name ist Helen Lange-Hardenberg. Mir macht es total viel Spaß zu trainieren, weil ich in jeder Pferd-Reiter-Kombination eine neue Herausforderung sehe. Helen! Hi! Ich erwische dich beim Arbeiten, das freut mich. Chronik macht mal das. Hallo! Hi, schön, dass ihr da seid. Das ist alles gewachsen auf deine Ideen, auf deine Anordnung hin. Seit 2013 bist du hier zu Hause. Das ist ja wirklich keine gewachsene Anlage hier, sondern die ist ja wirklich auf dem Acker entstanden, geplant. Auch das war schon eigentlich eine Herausforderung, aber es hat auch echt Vorteile. Ich bin ziemlich happy hiermit. Wie viele Pferde hast du hier stehen? Also hier stehen wirklich 32 Pferde immer, insgesamt ca. 40. Wie groß ist dein Team, was du hier hast? Ja, wie viele sind wir meistens? 8. Ist schon erstaunlich viel Arbeit. Jo, das glaube ich dir. Und wenn du mit der Stallarbeit hier fertig bist, ich glaube, dann gehen wir zu Amelia. Die wartet nämlich auf dem Platz auf uns, oder? Ja, genau. Geht das schon? Darfst du hier schon weg oder hast du hier schon Fragen? Aber ich glaube, wir kriegen es hin. Dann lass uns loslaufen. Richtig. Und genauso durch die Pirouette durcharbeiten. Ja, treiben und weiter. So, es ist da Sprung für Sprung weitergeht. Gut, genau das. Helen, du bist ja extrem leidenschaftliche Reiterin natürlich, aber ich glaube genauso leidenschaftliche Trainerin auch. Jetzt haben wir Amelia, die dieses Jahr bei den Paralympics dabei war. Und wir haben Shauna Benner, dieses junge, aufstrebende Talent. Ist das eine Riesenherausforderung, so verschiedene Typen zu trainieren? Ich sehe das irgendwie wieder so, wie jedes Pferd, das ich reite, auch als neue Herausforderung. Irgendwie in dem Fall, wie bringt man Pferd und Reiter zusammen? Wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen? Ja, ich freue mich einfach, dass die auch so erfolgreich sind. Ich stehe genauso gerne am Rand, muss ich sagen. Da bin ich nur furchtbar aufgeregt. Du trainierst seit 2017 mit Helen. Wie bist du denn hierher gekommen? Also ich hätte erst mal in Deutschland gekommen, 2015. Und war nur mein Plan, dass sie bleibt hier für 6 Monate lang. Und Helen sagt, nein, du hast eine richtig gute Chance hier in Deutschland. Du musst lange hier bleiben und trainieren. Und zusammen, wir haben Genius gefunden. Und was kann ich sagen, 6 Jahre später, ich bleibe noch in Deutschland. In 2010, ich hatte einen ganz großes Autounfall und ich war für fast 2,5 Jahre lang im Rollstuhl. Und auf meinem linken Bein, ich habe kein Gefühl, also von meinem Knie runter, ich habe kein Gefühl in meinem linken Bein. Und auf der rechten Seite, von der Hüfte bis Knie, ich habe gar nichts. So, wenn ich reite, ich habe keine Ahnung, ob ich habe diesen linken Bügel oder nicht. Und Helen hat so oft also gesagt, was ist mit deinem linken Bein, warum hast du das verlieren? Und dann ich muss erklären, ja, okay, weiß ich nicht, aber du musst das sagen. Und ja, war ein bisschen lustig von Anfang. Ich habe auf jeden Fall nicht gecheckt, eigentlich so richtig, dass sie Parareiterin in dem Sinne ist, weil sie wirkt ja also völlig gesund, wie auch immer. Und weil sie verlor halt immer diesen linken Steigbügel am Anfang. Und also ich finde, mittlerweile ist das total eingespielt. Also mir fällt das schon gar nicht mehr so richtig auf, dass es da eine Schwäche gibt. Welchen Weg die beiden auch schon gegangen sind, das ist schon ziemlich cool. Und das freut mich sehr, dass sie wirklich dieses Jahr in Tokio tolle Runden gedreht haben. Ja. Genau so auch den, richtig, das war spitze, so den Übergang, dass das wirklich aus dem Dreitakt in den Viertakt, sehr gut, er so weiter schreitet, weiter zieht, gut, genau, ja, sehr gut.
Shauna hat erzählt, sie kam hier an, da war sie 10 und hat ein Pony ausgebunden geritten. Rufus. Genau. War das für dich nicht total schwierig? Ich meine, du denkst in Grand Prix, Piaf, Passage, Pirouette und plötzlich hast du dann 10-jähriges Mädchen. Wie geht denn das? Nee, hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe ja genauso angefangen. Also ich glaube, ja, jeder fängt ja irgendwie so an. Das kann mir genauso viel Spaß machen, wie irgendwelche Grand Prix-Lektionen zu üben. Also ich war ehrlich gesagt etwas überfordert. Und dann natürlich bei Helen, die im Prinzip, seitdem ich denken kann und seitdem ich mit Reiten zu tun habe, mein größtes Vorbild war. Also ich war schon sehr nervös und ich hatte wirklich Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber sie hat das so toll gemacht und sie hat mir so ein sicheres Gefühl gegeben, dass es mir so viel Spaß gemacht hat. Also es gab gar keine andere Möglichkeit, erzielt zu bleiben dann. Du bist inzwischen Mannschafts-Europameisterin. Du hast Triple Bronze geholt mit dem Pony. Bist im Juniorenlager längst gut angekommen. Was hast du in diesen 7 Jahren mitgenommen? Sie hat mir so viel beigebracht vom präzisen Reiten, von einer Einheit mit dem Pferd zu werden und vor allen Dingen aber auch auf Championaten die Ruhe zu bewahren und diese Coolness mitzubringen, die sie ja nun mal zur Perfektion beherrscht. Mhm. Sie hat eine gesunde Strenge. Also sie ist wirklich, dass ich auch wirklich tun soll und umsetzen soll, was sie mir sagt, was ja auch absolut richtig ist. Und sie kann dann auch immer gerne dieses leichte, ja, jetzt mach auch mal. Aber in einer super, super netten und ruhigen Atmosphäre, dass man immer noch Spaß dabei hat und sich denkt, okay, jetzt möchte ich es aber auch hinkriegen. Als Trainerin nimmst du vielleicht sogar auch manchmal Sachen für dein eigenes Reiten mit? Total. Ist da inwiefern? Ja. Also ich glaube, weil man seinen Standpunkt, glaube ich, verändert hat. Also wenn ich drauf sitze, sehe ich ja nicht so viel. Also da fehlt mir vielleicht der visuelle Aspekt. Wenn ich unten stehe, fühle ich das in dem Moment vielleicht nicht, aber sehe was. Und ich finde, also ich habe das auch zum Beispiel so auf Turnieren, wenn andere abreiten. Ich gucke da total gerne zu, weil ich glaube, dass man nie auslernt und irgendwie jeder hat einen guten Ansatz und jeder hat eine andere Idee nochmal. Und ich glaube, da kann man überall was mitnehmen. Mausezahn. Komm mal her. Großes Mädchen, komm mal zu uns. Ist sie denn eher der schüchterne Typ? Ja. Schon, ne, ja, oder? Total. Hallo, guten Tag. Schüchtern und auch manchmal, wenn man sie anfasst, dann geht sie wieder weg. Man muss immer warten, bis sie kommt. Wo hat sie eigentlich diesen unglaublichen Namen her? Ich meine, dieses Pferd heißt Annabelle. Das ist ja eigentlich ein mega schöner Name. Und dann kommt da Mausi raus. Also sie hieß schon Mausi, als sie bei uns ankam. Du bist mit diesem Namen hier angekommen. Ich meine, sie hat auch eigentlich nichts von einer Maus. Nee, echt wenig, das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber irgendwie passt es trotzdem. Du bist eigentlich oft der Zahn, der Mausezahn, ne? Warum ist sie so besonders für dich? Ich glaube zum einen, weil sie wirklich speziell ist. Also sie ist schon echt ein Mädchen. Und die unbedingt in den Mittelpunkt will, kann das sein? Das ist ehrlich gesagt seit Tokio neu. Die Seite, die gab es vorher noch gar nicht bei dir, ne? Ach so, man reist erst olympisch, ja, und dann den großen Lauf. Ich glaube schon. Also sie war immer so ganz schüchtern, ganz zurückhaltend und also hätte sich jetzt eigentlich eher fast zurückgestellt als hier zwischen. Und weil du bist ein bisschen mutiger geworden, will ich mal sagen. Aber ihr Temperament ist schon, glaube ich, einfach echt besonders. Also das war ja auch am Anfang ganz schwierig, auch mit dem Reiten. Sie war schon immer ganz lieb und eigentlich auch ganz gelehrig. Aber es war genau gefühlt so viel zwischen zu viel und zu wenig Hilfe. Und dieses Maß als Reiter immer zu treffen, das habe ich halt einfach nicht geschafft ständig. Und dann hat es tolle Runden gegeben und tolle Sachen. Dann war es manchmal auch schwieriger. Und ja, wir reden über dich. Aber ich habe halt immer gedacht, dieses Pferd ist voll von Talent. Muss es mir gelingen, das auch so rauszukitzeln und dass sie auch merkt, was sie eigentlich alles kann. Und das hat einen kleinen Moment gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Ich habe halt immer an sie geglaubt, aber jetzt wirklich mit der Europameisterin zu sein, das ist schon echt was Besonderes. Was wäre denn so das langfristig nächste Ziel? Das langfristig nächste Ziel, das wäre natürlich im Sommer nächsten Jahres in Dänemark.
Aber das ist natürlich, ich weiß auch, dass wir aus Deutschland kommen und es ist in Deutschland immer alles recht schwierig. Aber ich habe mich auch noch nie kampflos geschlagen gegeben. Und ich glaube, Mausi ist echt in einer tollen Form. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es noch mehr reift alles, noch mehr Routine und Ruhe reinkommt. Und wir schauen mal, was wir alles so schaffen können. Sag mal, ganz nebenbei bemerkt, fällt mir doch hier jetzt mal auf. Was ist denn das hier für eine Mega-Design-Decke? Da steht Lange Hahnenberg drauf. Wir haben jetzt endlich angefangen, mal unsere eigene Kollektion zu entwickeln. Mausi und du, weil du wir sagst? Ja, ich sage immer wir, weil ich finde, wir sind immer ein Team. Ich spreche eigentlich irgendwie schon immer in einer Wir-Form und eigentlich nichts von dem, was ich geschaffen habe, habe ich alleine geschafft. Irgendwer war immer dabei und meistens die Pferde und auch ganz viele Menschen im Hintergrund und das ist auch jetzt so. Okay, sehr gut. Helen, du hast mir eine schöne Vorlage gegeben. Du hast gesagt, eigentlich habe ich nichts alleine, es gibt ja immer ein Team. Du hast ja auch ein Team, was sozusagen sehr schön synergetisch zusammen, privat und sportlich, du hast deinen Mann. Zum Glück. Dein Mann, der sich auch um die sportliche Fitness deiner Pferde kümmert. Jetzt im Moment ist Ann-Christine gerade bei ihm in der Klinik und lässt da was machen. Also es ist natürlich total toll eigentlich. Mein Mann ist Tierarzt und was Besseres könnte ja, ich sag mal, ausgesehen davon, dass wir uns privat hervorragend verstehen, ja eigentlich auch so gar nicht passieren. Davon sind wir mal ausgegangen. Ja, und ich glaube halt, dass es einfach Sinn macht, auch ein Pferd mal hin und wieder einfach von außen noch mal betrachten zu lassen, auch von einem Fachmann. Ich denke immer, man kann doch, bevor irgendwas passiert, vielleicht schon mal einen Blick drauf haben, ist das Traben gut, Bindungen gut. Wir nennen es immer unseren Sportpferdecheck. Und das machen wir eigentlich so in regelmäßigen Abständen mit den meisten Pferden. Und während David sich um die Fitness der Pferde kümmert, kümmert sich Helen hier um die wirklich wichtigen Dinge. Und da gucken wir mal zu. Na, da erwischen wir dich aber mal bei deinem Entspannungshobby, oder? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal die Probe machen? Weißt du auch so ein bisschen, was das Grüne hier alles so bedeutet? In diesem Bereich ja. Okay, das ist irgendwas Kohliges, das sehe ich auch noch. Oder? Ja, das ist Wirsing. Wirsing, was hättest du sonst noch zu bieten? Es gab noch Möhren, es gab noch Erbsen, es gab noch Gurken, es gab noch Tomaten. Aber das ist jahreszeitlich bedingt jetzt schon weg. Aber nee, es macht mir richtig Spaß. Also schon immer. Ich habe viel zu wenig Zeit dafür. Wie man sieht, es bleiben auch immer noch genug Ecken liegen. Ja. Und zum Glück helfen mir mein Vater und seine Frau auch ganz viel hierbei. Aber das Unkraut, das geht ja manchmal total schwer raus, ne? Das geht schwer raus, ja. Und vor allen Dingen wächst es auch leider viel schneller als das, was hier wachsen soll. Und wenn man dann nur zwei rechte Handschuhe hat, ne, ja, wenn ich das richtig sehe, dann wird es noch schwieriger. Da kann man doch dringend ein Hilfsmittel gebrauchen, oder? Immer. Und da habe ich mir gedacht, ich habe total zufällig eine kleine Clip-My-Horse-Gartenschaufel. Wie cool ist das denn? Ja. Damit du nicht mehr so verzweifelt an diesem Unkraut rumrupfst. Dankeschön. Und damit das hier alles noch viel besser wird, arbeitet sie nämlich... Na, so weit will ich nicht gehen. Aber, denn so arbeitet sie auch ihrem Mann zu, dem David. Der ist nämlich super toll in einem Hobby. Das verraten wir euch aber erst das nächste Mal, wenn wir zu Gast sind bei Helen Lange-Hahnenberg.